Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 am Start. Am Sonntag war Samstag. Joghurtbeschworungen Part Nummer 3. Ich kann es da immer nicht fassen, was in Part Nummer 2 passiert ist. Holy shit, das war. Wow, ganz ehrlich. Also, ich freue mich wahnsinnig wegen Spoiler. Wieso zum Teufel fangt ihr mit Part 3 an? Zuerst Part 1, dann Part 2 und dann Part 3. Ihr habt in Part 2 sowas, ich sag's nicht, aber ihr habt sowas Unglaubliches verpasst. Holy fucking Bullshit, das war, wow. In der Zwischenzeit, ich habe ja meine Nudelsuppe gegessen, ja, lecker. Ich habe meine Sachen an Strom gelegt, habe meine Nudelsuppe gemacht, gegessen, kam wieder hoch. Jetzt sind wir so bei 84% Akku, geht richtig schnell, also mein MacBook lädt mega schnell auf. Und ich habe so in Line schon so Nachrichten bekommen, so What the fuck, Kevin, bla 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 bla, Spoiler, das verrate ich jetzt nicht. Und dann, Ravel ist glaube ich auch in meiner Seven Knights Gilde, also nicht in meiner, aber ist in der Seven Knights Gilde Gruppe, Line Gruppe. Und dann hat er so einen Screenshot gepostet von den Sachen, die ich ihm gezogen habe, und dann alle so What the fuck, du Lacker, und Heaven ist der Beste und so. Ich kann nichts dafür, aber what? Ich kann es aber nicht fassen. Wir gehen heute wieder in Channel 1902. Für die Leute, die nicht wissen, was ich damit meine. Ich nehme am Freitag auf. Heute ist ein Special Tag von Moon. Leider, Spoiler, war ich mit ihrem... Also doch, ja. Wenn ich ihre Monster bekommen hätte, wäre ich mega froh gewesen. Eine Hua, ein Lucian, also den zweiten Lucian. Aber nicht das, was sie sich komplett gewünscht hat. Deswegen werde ich von ihr bestraft, aber wir sind jetzt in Part 3 angelangt, wir haben noch zwei Accounts. Wir fangen an mit XXDynamicXX oder XX und er hat so viele Wünsche, so viele fucking Wünsche. Okay, ich fange mal an. Wie viele Schriftrollen haben wir überhaupt? Auf was können wir? 21 und er hat einfach fucking 10 Milliarden Wünsche, okay, Wünsche. Werde. Yoon, Trevor, Zyros, Perna, Pungby, Chibu, Julie, Orion, Galeone, Emma, Le Kami, Wusa, Praha, Annabelle, Shazoon, Ariel, Poseidon, Leo, Ciara, Shazoon, Akila, Orochi, Bryant, Hua, Lumi, zweiter Lucian, zweiter Tyron, Chloe, Jamir, Rogue. What? Welches Monster wünschst du dir nicht, ja? Oh mein Gott, also... Ja, sehr viele Wünsche. Und 20 Schriftrollen. Versuchen wir mal unser Bestes und ich hoffe, die Joghurtbeschworen gehen so weiter wie bisher. Also, das ist nicht normal. Part 2, ich... what the hell, ernsthaft? So, es war jetzt... Oh my fucking God. Okay. Grats. Beretta. Beretta ist gut, also Beretta ist sehr gut. Steht hier zwar nicht. Die Liste ist so lang und Beretta steht nicht drauf. Was ziehen wir? Eins, das nicht drauf steht. Sehr schön. Aber Beretta ist cool, also entweder selbst Beretta, Beretta Skid-Ups oder Fusion. Alle drei Optionen sind gut. Ich würde mich über zweite Beretta freuen. Meine Güte, also es war jetzt zwischen natürlich ein bisschen Zeit, weil ich ja unten war gegessen. Sylphide, nice, Gratz, Lumi, er wünscht sich eine Lumi, Wunsch erfüllt, wow, was für gute Monster, holy shit, war natürlich ein bisschen Zeit dazwischen, bin wieder ein bisschen runtergekommen, aber jetzt bin ich wieder hier und bin so genauso wie vorher, also wie in Part 2, ich kann es einfach nicht glauben, was passiert ist, aber X-Ravel hat sich sehr gefreut und das freut mich natürlich auch, wenn du jetzt Part 3 trotzdem noch anschaust. Viele Grüße an dich, du hast es dir verdient, ich freue mich für dich, auch wenn du es dir nicht gewünscht hast, ja, du wirst so Monster nie wiederbekommen, aber ich freue mich für dich, auch wenn ich vielleicht in dem Paar zu der Zeit dann so ein bisschen, naja, fucking Bullshit kommt was und so mit der Logik, aber ich freue mich immer, wenn irgendwer was bekommt. Ich versuche die ganze Zeit meine Spoilers zurückzuhalten, aber ihr seid selbst schuld, wenn ihr mit Part 3 anfangt. Ganz ehrlich, ihr schreibt nur die Kommentare, um mich zu ärgern, hä? Nur so, ich fange mit Part 3 an. Haha, Heaven wird geärgert. Nee, ganz ehrlich, ihr ärgert mich jetzt nicht mehr. Lisa. Nice, wow, der erste... Schöne Monster, richtig schöne Monster. Beretta,
Lumi, Lisa, richtig nice, richtig nice. Gratz, Gratz, Gratz. Oh. Oh. Ah, Lisa, Barretta, egal. Skill-Ups. Oder wie gesagt, Fusion, aber ich find's gut. Also ich find's gut. Beziehungsweise immerhin schon mal Lumi, die er sich gewünscht hat. Ich hoffe. Na, das sind drei sehr, sehr, sehr starke 4-Sterne-Monster. Sehr gute. Die sich manche ihr Leben lang wünschen. Manche wünschen sich auch ihr Leben lang Net 5-Star. Und dann bekommt ein Level 10er 10 hintereinander. Also, okay, nicht so extrem, aber ihr versteht, was ich meine. Wir haben keinen Platz. Du hättest Platz machen sollen. Er hat sogar geschrieben, oh. Er hat sogar geschrieben, wenn ich enttäuscht bin, soll ich Crystals haben zu machen. Ernsthaft? Du hast noch nicht mal genug Mana für, also du hast genug Mana für die drei Schriftrollen, aber wir haben nicht genug Platz, das ist das Problem. Deswegen, ich kann dir nichts verfüttern. Ich weiß ja nicht, was du nicht willst und. Nee, das lasse ich mal, dann hast du die drei Schriftrollen für dich. Trotzdem nice Puls, also was wir hier bekommen haben. Ich finde diese drei Sachen gut, auch wenn du die zwar hast, aber das ist nicht schlimm. Lumi ist sehr gut. So. Tipps: Monster, Riesendrachen, TOA, Arena, Gegenkampf. Wer hätte was anderes erwartet nach diesen 10 Millionen Wünschen, als wünscht er sich nicht nochmal alles? Okay, ich sehe, du bist sehr PvP-orientiert und weniger PvE. Das heißt, du hast in der Arena und Gegenkämpfe bessere Karten als in Dungeons. Sagen wir mal so, fangen wir an mit Arena. Arena, Arena. Ganz ehrlich, bei deinem Rang ist total egal. Du setzt einfach nur irgendein Monster hin und dann machst du es im Automodus. Schau dir mal. Was zum Teufel? Was zum Teufel ist das für ein Gegner? Level 38, 3 Sixstars und Elukia? Lich ist ja okay noch und Assace ist auch okay, aber what? What? Kein Defense Break. Doch, hat der Defense Break. Ah, gut. Wir wollen ja auch nicht den vom Gegner kommentieren. Du bist so niedrig, das ist doch. Das macht doch. Du machst Tyrant, dann machst du Dingsbums. Dann machst du Bella und so. So oder vielleicht so, das wäre vielleicht auch lustig. Am besten wäre vielleicht ein Crit-Buffer oder sowas. Ansonsten kannst du es einfach so nehmen oder du kannst auch Malakar mitnehmen, das ist nicht Malakatauros mitnehmen. Irgendwie sowas. Und Gegenkampf würde ich das gleiche nehmen. In einem Team machst du Tyrant und Bella und irgendwas anderes. Kommt ja darauf an, was die Gegner haben, vielleicht sie. Aber es wäre wichtig, wenn du vielleicht noch einen zweiten Defense Breaker bekommst. Einen zweiten Heiler hast du ja hier mit diesem Yeti. Aber du hast keinen zweiten Defense Break. Oder hat sie einen Defense Break? Reduziert Angriffstempo an. Oh ja. Ja, Arang. Arang kannst du auch gut benutzen. Arang, Taurus und sie. Also irgendwie so ein Mix aus den Monstern hier vorne. Dann hast du gute Teams. Kommt immer darauf an, was die Gegner haben. Achte nur darauf, dass du einen Defense Break hast, einen Heal hast. Und dann einen, der Schaden macht, sonst tötest du die Gegner nicht. So. Da du sehr PvP-orientiert bist, haben wir, glaube ich, Probleme mit Dungeons. Ich glaube nicht, dass du UG6 schaffst. Ich weiß nicht, kann sein. Ansonsten UG5 ist natürlich dann einfacher. Dann kannst du Arang nehmen, dann kannst du Lucio nehmen, dann nimmst du einfach Bella. Und dann nimmst du den hier, damit der noch extra heilt und. Naja, wir haben keine. Oh, Shen haben wir hier hinten. Dann entweder Shen oder Bernard noch reinbringen. Dann dürfte das eigentlich gut hinhauen. Die Monster hier sind. Lucian und Arang sind sehr gut für Giants. Also, die machen schönen Schaden, machen Debuffs, stunnen auf der Rolle, auf den Dingsbums davor. Also, Lucian mit seinem zweiten Skill kann der stunnen. Ja, oder? Nein. Kann der nicht stunnen. Beschwört die Schaden und. Verteilt und allen zufällig Schwächungseffekte. Okay, zufällig? Ich hatte noch nie einen Lucian, deswegen, naja, also so kann das, glaube ich, ungefähr aussehen. In Drachen, würde ich mich an deiner Stelle noch nicht so wirklich reinwagen. Da brauchst du auf jeden Fall, naja, einen Cleanser. Also, ja, Quona hast du. Varamos wäre natürlich noch besser und dann hast du einmal Barretta und dann der letzte wäre dann zum Beispiel für Varamos. Ja, Varamos wäre da unten sehr gut. Tyrant nicht. Tyrant ist für keinen Dungeon geeignet. Die hier
Naja, nicht so, also das ist jetzt riesen, aber ich würde es jetzt über zu Giants, zu Dragons rüberziehen. So, TOA. Für TOA hast du natürlich dann Tyron. Und lade. Aber du bist erst bei 25. Na, TOA wäre so zum Beispiel. Oder so. Aber Barretta ist natürlich der King, also Barretta, Tyron. Sehr gut, und dann kannst du Lucian mitnehmen. Und dann so. Ich denke, so wird das klappen. Ja, ich denke, so wär's ganz lustig. Vor allem mit Lisa, dass die immer die anderen Monster mitnimmt. Das ist sehr lustig, dass dann Tyron proggt und Lucian dann so eine Karte reinschießt. Ich glaube, es kann ganz lustig sein. Ich hätte gerne Lisa. Aber naja, steht nicht auf meiner Priorität. Moment, also ist nicht das, was ich mir am meisten wünsche. Aber trotzdem wäre Lisa nice. So, gucken wir uns die Monster nochmal kurz zum Schluss an. Tyron, Speed, wir bauen Speed, und wenn du nirgendwo Attack hast, bringt Crit Schaden auch nicht so viel, also Speed, HP Accuracy, Speed, HP, HP, oder Speed, Attack, Attack, oder Speed, Crit Damage, Attack, aber das ist erst später. So, also auf jeden Fall mehr Speed. Taurus, Fatal Focus, Attack, 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 ja, 50% Accuracy, mehr Accuracy bitte. Hier haben wir Fatal Klinge, Attack, Crit Damage, Attack, bringt dir gar nichts. 55% Crit-Rate, low. Crit Damage 87%, low. Attack, obwohl du Fatal hast, low. Das heißt, mach lieber Attack, Attack, Attack oder Speed Attack, Attack. Aber nicht Crit Damage, das bringt bei deinem Level noch nichts. Arang, Fatal, Attack, Attack, Attack. Das sieht schon mal besser aus. Bella, Speed, HP, HP. Ist zwar auf Gewalt, aber ich denke, deine Bella bringt dir so gar nichts. Auch obwohl Gewalt natürlich viel besser ist. Tempo wäre hier angebrachter, weil 17 Speed, 5 Accuracy. Nope, deine Bella macht nicht so viel. Lieber plus 70 Speed mit Tempo und dann 50 Accuracy, dann ist sie in Ordnung. So, ich hoffe, du bist damit zufrieden. Immerhin ein Monster von deiner 100-fachen Liste gezogen. Leider ist dein Mana zu knapp. Sonst hätte ich gerne was beschworen, aber wir können uns keinen Platz kaufen und ich will ja nichts verfüttern. Nachher brauchst du irgendwas davon. Na, ich hoffe, ich konnte dir irgendwie helfen und wir sehen uns dann gleich bei dem letzten Account für den dritten Part wieder. Meine Güte, Part 1 war so in der Länge, von der die ich mir gewünscht habe, und Part 2 war dann so mega lang und Part 3 ist dann kurz. Ich habe einen zu viel in Part 2 reingepackt, aber naja, Part 2 war sowieso was ganz Besonderes. Naja, dann bis gleich. In wenigen Sekunden sind wir beim letzten Account für heute. Joghurt beschworen, Part Nummer 3. Werden wir, ein Punkt. Werden wir ein Net 5-Star bekommen? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich erfahren. Nach der Werbung. Nein, okay, wir fangen an. Wir haben eine Leitende, 60 Mystische. Schön. Das ist ein schöner Abschluss. Und wir haben sogar Steine. Ich darf alles beschwören, wir gehen in Channel 1902. Aber ich hoffe noch irgendwie so ein bisschen Glück zum Abschluss, wäre mega, mega cool. So, wir sammeln erstmal hier den Stuff ein. Was haben wir denn bis jetzt schon? Oh, okay. Das heißt, wir sind noch nicht so lange Level 40, wir haben einen Six-Star. Aber schon ein paar schöne 5-Stars, das gefällt mir. Dann ziehen wir hoffentlich etwas Gutes für ihn. Quick Shot 1995. So, wir wünschen uns, also nein, okay, als allererstes, wir grüßen die Gilde. Wir grüßen MC Ryber 187 oder Mac Ryber. Hier, ihr seid alle mal kurz im Video. Viele Grüße an euch. Und was haben wir noch? Runenempfehlung für einen Six-Star. Alles Dragons B10 Tipps. Was wünscht er sich? Okay, wir gehen mal hier rein. Er wünscht sich World, Ishia, Chloe, Emma, Shazoon, Hua, Vero Fusionsfood und Net 5-Star wäre auch nicht schlecht. Finde ich auch. Net 5-Star wäre nicht schlecht. Wir holen dir als allererstes einen Ishia. Los! Los, 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 los. Ah, oh, god damn it, Darion. I'm sorry. Das tut mir leid. Okay. Wenn wir hier ein paar gute Blitze bekommen, bin ich zufrieden. Dann ist Darion auch egal. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt meine Light and Dark Schriftrollen nächste Woche öffne, ich erwarte nichts, ja, ganz ehrlich. Ich erwarte gar nichts. Also aus dem Mystischen erwarte ich schon mehr. Yoon.
Das ist Yoon, oder? Mann, den wollte unser XX Dynamic XX und nicht. Oh, Galeone. Grats, 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 grats. Nice, richtig gutes Monster. Den wollte auch unser Dynamics. Was wollte Dynamics nicht? Das, was wir eben gezogen haben. Nein, wir haben ja Lumi gezogen, aber grats. Zwei gute Monster. Hatte sich beide nicht gewünscht. Aber egal. Also ich denke, Galeone ist für keinen schlecht. Selbst Second Galeone. Galeone ist richtig gut, also. Ich liebe Galeone. Galeone braucht nur Skill-Ups, das ist ziemlich blöd. Der letzte Skill, damit er sitzt, damit er eine 100% Wahrscheinlichkeit hat, also abgesehen von Resistance, damit er überhaupt landen kann, braucht er leider zwei Skill-Ups in den dritten Skill. Meine sind genau in den ersten Skill reingerutscht. Ah, ich brauche den dritten Skill Max, damit ich den irgendwann in der Arena vernünftig benutzen kann. Also nicht vernünftig, sondern sicher. Sicher, ja. Aber naja, da kommen früher oder später noch ein paar Piratenkapitäne zu mir. Bitte Word, Chloe, Emma, Shazoon, Hua. Vero Fusionsfood. Also ich achte jetzt nicht so auf die 3-Sterne Fusionsfood-Dinger. Da waren ein paar, glaube ich, schon dabei. Weiß ja nicht, was er hat, aber vielleicht so Mykene oder so. Oder nicht Aria, wie heißt denn die Feuertante? Ich hab's vergessen. Arkia? Arkia? Kann sein. Egal, ich will aber ein Word oder eine Chloe ziehen. Wenn ich mir das so überlege, so viele wünschen sich Chloe und haben noch nie eine Chloe gezogen. Ja, natürlich, wenn sie sich eine wünschen, hatten sie noch keine. Heavens Logic. Oh mein Gott. Nein, aber ich habe ja meine damals, da war ich im Urlaub und ich habe es ja gar nicht aufgenommen, habe ich Steine geöffnet und da war eine Chloe im letzten Stein drin. Und ja, seitdem habe ich ja keine bekommen. Also ich bin froh darüber, ich brauche ja keine doppelte und es würde mir leid tun für all die Leute, die keine Chloe haben. Aber wenn ich mir so überlege, wenn ich nie eine Chloe gezogen hätte, wäre mein ganzer Sound of War Alltag Arena-Gildenkämpfe ganz, 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 ganz anders gelaufen. Das ist, also wie sehr ein Monster das ganze Spiel verändern kann, das ist echt extrem. Also, selbst ein 4-Sterne-Monster, also Chloe ist ja, naja, also manche 4-Sterne-Monster glänzen schon mehr als andere 4-Sterne-Monster, also ganz ehrlich, Chloe ist eine Art wie Net 5-Star, so oft wie die benutzt wird. Chloe, Galeone, Shazoon, meiner Meinung nach eigentlich 5-Stars, von der Art her, also von der Wichtigkeit her, von der, wie oft die benutzt werden. Und Bella wäre eigentlich dann ein 4-Sterne-Monster. Ja, und Vero wäre ein 6-Sterne-Monster, weil Vero ist, dass sie Ifrits eingefügt haben, ich habe schon 100-mal gesagt, mega krass von Comtos. Also da bin ich sehr froh darüber. Die Lightning-Rate ist gerade wieder im Gegensatz dazu schade. Bescheiden. Nicht so schön. Ach, komm schon. Quick Shots. Hieß doch so, oder? Quick Shots. Er hat noch was verdient. Wir haben jetzt... What the fuck? Ah! Oh shit. War es überstorben? Es tut mir leid. Also, ja. 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 Ich so... Oh shit. Grats, 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 grats. Meiner Meinung nach der beste Affenkönig. Ja, besser. Also, Feuer ist cool. Wasser... naja... Viele Grüße an dich, Tomtos. Schöho. Aber Windaffenkönig, holy balls. Das ist ein fucking great monster. Grats. Nice. Wow. 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 Nice. Joghurt beschworen haben geklappt. Moon, es tut mir leid. Das waren deine Net 5 Stars. Ah, ich würde gern tauschen, aber dann wären die anderen traurig, aber. Ah, Gott. Nice, nice, Affenkönig. Wow. Wow, wow. Wow, wow. Alle Leute, die gerade so beim Einschlafen das Video gehört haben, gerade so langsam so die Augen zugefallen sind, die sind jetzt so, die stehen jetzt so senkrecht im Bett so. Heaven! Oh, auch noch ein Arnold? Grats, 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 grats. Nice. Aber nicht das, was er sich wünscht, aber puhu. Wind, Affenkönig. Yay. Hätte ich auch nichts gegen, ja. Also ich wollte ja eigentlich Necro, an Necro arbeiten, aber
Den Windaffenkönig würde ich direkt zum Sixter machen. Natürlich, natürlich, Windaffenkönig. Wow! Wow, so gut. In der Offense sehr gut und in der Defense auch sehr gut. Wow! Wow, 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 wow. Das, also ich freue mich so für dich. Also, da war ja Shit-Rate davor. Also, am Anfang war es gut und dann war Shit-Rate, aber als so ein Net-Five-Star, so ein gutes Net-Five-Star macht alles wieder gut. Also, das ist. Und auch noch ein Succubus, leider falsche Farbe, nicht die Vero-Fusion, aber jetzt der Rest ist ja eigentlich total egal. Das ist ein mega gutes Net-5-Star, was manche würden dafür töten. Ja. Ich freue mich für dich, Gratz. Also hast du ja verdient, hast du ja verdient. Das ist dein erstes Net-5-Star, oder? Wow, Heaven, ich habe meinen Luck zurück. Also ihr seht. Wenn ihr beschwören wollt, beschwört in diesem Monat. Es kommen so viele Net 5 das momentan. Es ist zu krass. Es ist zu krass. Zu krass. Oder warte, hier ist. Ich lasse die Steine, ja? Hier ist der Windaffenkönig. Ich möchte dir nicht noch einen zweiten ziehen und wir haben auch Galeone gezogen. Das heißt, spar dir lieber die Steine, ja? Wir können noch drei öffnen, du hast extra genug Platz für mich gemacht, extra genug Mana, aber ich denke, du hast genug damit zu tun, spar dir die lieber, bevor ich dann nochmal den Windaffenkönig und nochmal Galeone ziehe, das wäre glaube ich blöd, vielleicht sparst du dann lieber auf die nächste Rotation, wo dann Word oder so kommt. Wow, das ist dein erstes Net-5-Star, Grats, freut mich, sehr schönes erstes Net-5-Star, richtig, richtig gut, richtig, und dann auch noch Galeone. Wow, zwei Fakes für, kannst direkt für Food benutzen, also um Sixers zu warnen, aber oh my god, this is nice, ja. Ich beschwere mich nicht mehr. Komm, du was zu einigen nett, zu anderen weniger, aber ich freue mich, dass es ein paar Net 5 das gab. Wow, wow, und du kannst dir selbst gucken, was hier Fusionsfood ist und was nicht. Soll ich ins Lager packen? Nee, hat keinen Platz im Lager, okay? Und du hast sogar einen Skill-Up für den Piratenkapitän. Nice. Arnold hast du auch noch nicht, oder? Und du scheinst ja Todesritter zu mögen. Also ich meine, hier ist Fedora und hier ist der Light-Todesritter und Feuer-Todesritter ist richtig gut. Also mit Bryant und Feuer-Todesritter sind die besten. Jetzt sogar, naja, wenn du die jetzt zu Level 15 machst, hast du deinen Monkey King direkt bald auf Max-Level. Und, wow, wow. Wow, sogar nur 4 Essenzen und hier 5 mittlere Magie. Wow, 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 der ist so gut. Wir haben einen Test von ihm gemacht, also ich habe einen Spotlight. Windaffenkönig. Richtig, richtig gut, richtig gut. So, Gilde haben wir gegrüßt. Empfehlung, Sixter. Du hast Barretta. Eigentlich würde ich sagen, nimm Bella. Ja, Bella ist immer ein sehr gutes Sixter, Bella. Aber, nimm ihn, er ist so cool, der macht so viel Spaß, der ist so gut. Der ist so gut, der ist so gut, der ist so gut, der ist so gut. Und der ist Wind, ja? Und Giants B10 ist ja Wasser. Also normalerweise ist so ein Affenkönig nicht Standard von einem Giants-Team, aber du könntest ihn auch in Giants benutzen, so. Semi-Tank, Semi-Damage, also so ein Hybrid-Build mit Speed und so. What the fuck? Nice, Affenkönig. Richtig gut, richtig, richtig. Und dann noch Galeone. Wow, 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 wow. Ich beneide dich. Net-5-Star, wir haben den Net-5-Star gezogen. Grats, ich freue mich so für dich. Dein erstes Net-5-Star. So, Tipps. Habe ich das richtig aufgeschrieben für Dragons wie 10 für später? Also, Giants hast du dann Ahnung? Okay, Dragons? Ich habe mir das falsch aufgeschrieben. Cool, gut, reden wir über Dragons B10. So, wir gehen mal in UG5, damit wir einfach dieses Feuerbild da haben, ja? Tipps, du benutzt Barretta, weil du keinen Word hast. Benutze einfach Barretta als Leader. Dann benutzt du Vermos, wenn du ihn hast. Wir benutzen ihn jetzt vom Freund. Dann haben wir einmal Megan. Ich habe den Namen vergessen, ernsthaft. Megan, du kannst sogar deine Xiaolin hier benutzen. Ansonsten dann noch hier den Cleanser. Dürfte eigentlich so. Wir haben Bella vergessen. So. So oder statt Xiaolin, wenn du Probleme mit
Mit dem Cleansen hast noch Konamiya. Das heißt, wenn du zu viele Dots hast, wenn du zu schnell stirbst. Ansonsten könnte das später dein Team sein. Ja, denke ich, ja. Wow. Runen. Speed, Attack. Nein. Du gehst HP Accuracy. Speed, HP Accuracy. Attack, man ruht bei Retter nicht auf Attack. Du brauchst Accuracy, am besten 100% und du brauchst ganz viel HP und noch mehr Speed. Megan, zu low. Du brauchst Speed, HP oder Speed, HP, Accuracy und Drache. Ja, mach lieber Fokus, dann hast du mehr Accuracy drauf. Aber nein, es ist in Ordnung. Aber mehr Speed, du brauchst mehr Speed. Xiaolin haben wir. Attack, Crit Damage, Crit Rate, Attack. Ja, mach lieber Speed Attack oder Attack. Wenn du die wirklich in Dragons benutzen willst, braucht die, glaube ich, mehr HP, sonst ist die zu squishy. Alle brauchen mehr Speed, definitiv viel mehr Speed. Aber er hat auch, glaube ich, geschrieben, er weiß, dass seine Monster zu wenig Speed haben. Schaut meine Videos. Kona hat dagegen vernünftigen Speed. Speed, HP, das ist schön. Kona ist noch am besten gerund. Roxina. Gewaltklinge, das ist schon mal gut. Nur Crit-Rate, Crit-Schaden hier. Naja, mach lieber Attack oder Speed rein. Ich mit meinem Speed, es tut mir leid. HP. Ramagos, schön. Benutze bestimmt gut in Gegenkämpfen oder in der Arena. Schöne HP für dein Level. Schöne Resistance, gefällt mir. Shannon. Qual Speed, HP. Gut. Braucht natürlich in Zukunft dann mehr HP, damit die nicht zu schnell stirbt. Bernard, sehr schön, 280 Speed, nice. Daumen hoch. Und dann gucken wir Koppa an. Vampirwächter, viele spielen ihn auf Vampir, ich weiß nicht warum. Ich würde einfach Triple Defense gehen. Triple Guard. Defense, Crit Damage, Defense, aber so klappt er bestimmt auch. Also, ja, weiß nicht, müssen wir mal testen. Bella. Zu wenig Speed, zu wenig Accuracy, deswegen Gewalt, lieber Tempo, Fokus. Bis du dann die richtigen Gewaltruhen hast, also versteht mich nicht falsch, Gewalt ist viel besser. HP, Defense, HP, in Ordnung. Das ist in Ordnung, sogar 33 Speed, das gefällt mir. Arman, 99% Crit-Rate, sehr schön. Speed auch in Ordnung, braucht nur dann mehr HP, also mehr HP. Und du brauchst ein paar Skill-Ups, aber der Typ wird ja sehr viel Freude bereiten. So, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Das waren unsere drei. Zerreiß ich es. Zack. Das waren unsere drei Joghurtbeschwörungen. Unser. Was arbeitest du? What the hell? Was ist das hier für ein komischer Channel? Das ist so der Drogen-Channel. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr wissen wollt, was es mit den Drogen auf sich hat, schaut Part 2. Schaut Part 2. Part 2 müsst ihr schauen. So, bevor ich noch mehr Mist rede, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich bin sehr gespannt, wie es mir nächste Woche geht mit den Beschwörungsraten. Hilfe, kommt doch sehr nett zu mir. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Übrigens, gestern kam ein Sound of War Video zu meiner Gilde. Perfekt, dass ich das am Ende von allen Beschwörungsvideos sage, wo jetzt jeder noch zuhört, natürlich. Also, na, ich hoffe, ihr habt es nicht verpasst. So, wir sehen uns dann demnächst wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.